Das Spielen mit Puppen oder Bauklötzen war einmal. Künftig haben die Kinder stattdessen alle ihren eigenen kleinen Roboter zu Hause. Zumindest, wenn man der Zukunftsagentur Trend One glauben darf. Förderlich sicherlich die immer stärker fallenden Preise. Ich habe hier meinen kleinen Freund, den Darwin, mitgebracht. Das ist einer der ersten Roboter, der, sag ich mal, relativ erschwinglich ist. Kostet ungefähr $500 und somit hält die Robotertechnologie, die ja schon viele Branchen revolutioniert hat oder auch in Zukunft revolutionieren wird, Einzug in das Kinderzimmer. Dass Kinder sich bereits früh mit Technik auseinandersetzen, ist mittlerweile unausweichlich, glauben die Trendforscher. Egal ob in der Arbeit, beim Online-Shopping oder Fernsehen. Der technische Fortschritt nimmt stark zu und wird immer schneller. Wir leben in einer beschleunigten Welt. Das heißt, die Technologien, die es schon gibt, verbinden sich wieder miteinander und führen zu neuen Technologien. Das heißt, je mehr Technologien es gibt, desto mehr neue Technologien werden daraus entstehen. Das heißt, wir sind in einer exponentiellen Entwicklung an neuen Technologien. Einige der künftigen Technologien können bereits heute auf der Internet World Messe in München betrachtet werden. Groß im Kommen sogenannte Alltagsassistenten, die per Sprache alle erdenklichen Befehle ausführen können. Play Rhythm as a Dancer. Here's a sample of Rhythm as a Dancer, original 12 inches by Snap. Kann Türen auf- und abschließen, ich kann Einkaufslisten erstellen, aber auch ganz spannend, ich kann mir zum Beispiel Bücher vorlesen lassen, Kochrezepte vorlesen lassen. Es wird sozusagen zum digitalen Assistenten in unserem vernetzten Zuhause. Für unterwegs sind weiter digitale Brillen auf dem Vormarsch. Über diese lassen sich alle erdenklichen Informationen abbilden, auch auf dem Messegelände selbst. Durch diesen Projektor habe ich digitale Informationen, wie so ein, in der Windschutzscheibe die Navigation, habe ich hier drin und kriege auf der Messe Informationen, zu welchem Stand ich gehen soll, per Navigationspfeile eingeblendet. Und dasselbe geht in der Skibrille. Ja, auch sehr passend zum Wetter heute. Wir sehen ja draußen, es schneit sehr schön. Leider gibt es ja nicht die entsprechenden Berge zum Snowboardfahren, aber ich sehe ebenfalls eine erweiterte Realität im Sinne, dass ich hier einen kleinen Bildschirm drin habe. Und ja, alles, was man fürs Skifahren braucht, wird hier angezeigt. So kann man sich etwa Geschwindigkeit, Pistenverläufe oder Wetterwarnungen zeigen lassen. Aber trotz aller Fortschritte, die technische Entwicklung birgt auch große Gefahren. Bis 2030 sind 60% aller Jobs in Frage zu stellen. So wie die Roboter in den letzten 40 Jahren die Fabrikhallen erobert haben und Autos zusammenschweißen, da sind keine Menschen mehr, werden die Roboter und die künstlichen Intelligenzen in den nächsten 15 Jahren die Büroräume erobern. Kampflos müssen wir den Robotern den Arbeitsalltag aber nicht überlassen. Vielmehr gilt es für die Zukunft, neue Jobs zu schaffen. Wenn wir uns frühzeitig darauf einstellen und die Trends rechtzeitig identifizieren, können wir daraus Chancenfelder ableiten. Noch immer ist der Mensch den Maschinen in vielen Bereichen weit voraus. Die Kreativität etwa werden uns auch Roboter in Zukunft nicht so schnell abnehmen können.